ist ein weiterer ganz spezieller Ort hier in Mexiko, die Bahia de Banderas. Hier kommen nämlich im mexikanischen Winter die Buckelwale, um sich zu paaren und um zu gebären. Und wir sind jetzt gerade unterwegs mit einem kleinen Team von professionellen Whale Watchern, Biologen und Fotografen und hoffen natürlich, dass wir jetzt welche sehen. Es ist noch sehr früh am Morgen. Wir haben das Wasser ganz für uns allein. Doch auf einmal bekommen wir unerwartete Begleitung. Eine riesige Delfinschule folgt unserem Boot. Schau. Die Tiere sind die Motorgeräusche in der Bucht gewohnt und lieben es, im Bugwasser zu spielen. Bei ihrem Anblick vergesse ich fast, warum wir hier sind. Wow, überall Delfine. Eigentlich jagen wir ja ganz anderen Tieren hinterher. Da, die Flosse. Eine abtauchende Flosse am Horizont. Unser Boot gibt Vollgas. Der Blast, die ausgestoßene Luft, verrät uns, wo der Wal abgetaucht ist. Bis zu 30 Minuten kann er jetzt unter Wasser bleiben und direkt vor uns hochkommen. Jetzt kann jede Sekunde ein Wal auftauchen, aber wir wissen nicht wo. Man muss jetzt echt die Augen aufhalten. Doch noch ist nichts zu sehen. Plötzlich stemmen sich mit voller Wucht 30 Tonnen Gewicht aus dem Meer. Für kurze Zeit versperrt uns die Gischt die Sicht. Da ist er wieder.